1927 wurde in Brüssel auf der 5. Solvay-Konferenz ein neuer Ansatz zur Beziehung von Geist und Materie vorgestellt, der sich zum Ziel setzte, bislang unerklärte Phänomene der Quantenmechanik neu aufzudecken. Mit Einstein, Pauli, Dirac, Bohr, Heisenberg, Curie, de Broglie, Schrödinger und vielen anderen waren die besten Physiker der Welt anwesend. Alles drehte sich um die Frage des Bewusstseins in der Welt der Atome. Heisenberg und Bohr sprachen Einstein auf eine neue Theorie an, die besagte, dass die Gedanken der Forscher das Ergebnis der Experimente beeinflussten. Einstein konnte das zunächst nicht akzeptieren. Schließlich widersprach es allen gängigen mathematischen Modellen. Aber Jahre später gab er zu, dass sie recht hatten. Er erklärte, jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert. Ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist und angesichts dessen wir uns mit unseren beschränkten Kräften demütig fühlen müssen. Der Geist ist keine mechanische Kraft, wie die Schwerkraft oder der Elektromagnetismus oder die starke oder die schwache Kernkraft. Geist ist Bewusstsein. Wenn Einstein seine Meinung so grundlegend geändert hat, muss ihn etwas wirklich überzeugt haben, dass das in der Tat der Fall ist, dass das Universum lebendig ist und wir ein Teil von ihm sind. Haben einflussreiche Menschen die Wahrheit dessen, was auf dieser Konferenz entdeckt wurde, verschleiert, weil sie wussten, dass man uns nicht mehr kontrollieren kann, wenn wir von der verborgenen Kraft unserer Gedanken und unseres kollektiven Bewusstseins erfahren? Alle Materie entspringt und existiert nur durch eine Kraft. Wir müssen annehmen, dass hinter dieser Kraft ein bewusster, intelligenter Geist steht. Dieser Geist ist die Matrix aller Materie. Das sagte der Vater der Quantenphysik, Max Planck. Das Geheimnis, dass Bewusstsein Einfluss auf die Materie hat, war bereits 18 Jahre vor der ersten Atombombe bekannt, die am 22. Juli 1945 in New Mexico explodierte. Die derzeitige Wissenschaft kann Bewusstsein nicht erklären. Zwar behaupten manche, dass die Quantenphysik das kann, aber Tatsache ist, dass die Physik nicht mit Experimenten umgehen kann, an denen Menschen beteiligt sind. Der menschliche Wille kann die Eigenschaften von Materialien und die Natur der Realität signifikant beeinflussen. Schon 1957 schrieb Professor Hans Eysenck, damals Vorsitzender des Psychologie-Lehrstuhls an der Universität London, einen Brief, der nahelegte, dass eine gigantische Verschwörung unter Beteiligung von 30 namhaften Universitäten der ganzen Welt und hunderten hochrespektierten Wissenschaftlern im Gang war, um die Wahrheit über das, was wir wirklich über die Macht des menschlichen Bewusstseins wissen, zu unterdrücken. Nachdem der Kongress der Vereinigten Staaten Einblicke in Daten des Stanford-Forschungsinstituts und anderer Universitäten in den USA und der ganzen Welt bekommen hatte, waren sie schockiert darüber, was passieren würde, wenn wir alle die Fähigkeiten unseres Bewusstseins weiterentwickeln würden. Es war klar, dass wir entfernte Ereignisse sehen und in die Zukunft und in die Vergangenheit blicken könnten. Wir könnten vermisste Flugzeuge finden und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und so starteten sie eine Schmutzkampagne in den Medien, um diese Entdeckungen zu diskreditieren. Sie wollten nicht, dass wir wissen, wie mächtig unser Bewusstsein wirklich sein kann. Stress im Gehirn verursacht einen Energiefluss in den Körper, der sich auf unsere Organe auswirkt. Es scheint, dass einige Menschen die Neigung haben, Gehirnstress in verschiedene Körperregionen zu entladen. Bestimmte Menschen kanalisieren ihren Stress in bestimmte Regionen. Manche bekommen von Stress Rückenschmerzen. Andere Brustschmerzen, manche bekommen Magengeschwüre, andere Nacken- oder Kopfschmerzen. Headaches from stress. This is all
All das ist kanalisierte Energie bzw. Stress aus dem Gehirn, der sich in verschiedenen Körperregionen manifestiert. Ich denke, dass das Gehirn nur eine begrenzte Kapazität für Nervenenergie hat. Steigt sie darüber hinaus, muss das Gehirn die Energie in den Körper entladen. Damit gibt es eine klare Verbindung von Körper und Geist. Viele Menschen kanalisieren ihren Stress ins Herz. Wir wissen, dass Stress und Adrenalin, das durch Stress produziert wird, aufs Herz schlägt und zum Beispiel Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Oder Spasmen der Herzarterien oder Verstopfungen der Arterien durch Blutplättchen, die für die Blutgerinnung verantwortlich sind. Adrenalin kann all diese Dinge beeinflussen. You see, the heart is an electrical organ. Das Herz ist ein elektrisches Organ. Es ist die bei weitem stärkste Quelle von Bioenergie in unserem Körper. Bis zu 40 bis 60 Mal stärker als die zweitstärkste Quelle, dem Gehirn. Diese elektrische Energie fließt durch jede Zelle unseres Körpers und bindet die Zellen zusammen. Sie ist so stark, dass man sie außerhalb des Körpers messen kann. Es ist keine Aura, die wir da messen, oder irgendeine subtile Energie. Es sind sehr gut messbare elektromagnetische Wellen, ganz ähnlich wie Radiowellen. Wir haben herausgefunden, dass das Herz ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das den gesamten Körper kugelförmig umgibt. Man kann es mit Magnetometern bis zu 1 bis 1,5 Meter außerhalb des Körpers messen. Forscher an der Menanger Klinik in Kansas haben es angeblich sogar in 3 bis 4 Meter Entfernung gemessen. Egal wie weit entfernt man es messen kann, was interessant ist, ist, dass wir dieses elektromagnetische Feld erzeugen und dass man es mit üblichen medizinischen Geräten messen kann. Das menschliche Nervensystem ist ein elektrisches Energiesystem, in dem positiv und negativ geladene Ionen fließen. Wir können die elektrische Aktivität der Körperoberfläche mit einem einfachen Spannungsmessgerät an den Fingerspitzen messen. Die meisten Menschen haben weniger als 1 Volt, egal wo am Körper man sie misst. Die Werte schwanken aufgrund der vielfältigen elektrischen Impulse unseres Nervensystems. Durch Tests an hunderten Versuchspersonen haben wir in einer Studie gezeigt, dass jeder Mensch unterschiedliche Spannungen in den verschiedenen Phasen seines Lebens hat. Bei Kindern misst man etwa 1/4 Volt, während es bei Erwachsenen zwischen 1/2 und 3/10 eines Volts sind. Wenn wir aber weniger Energie als eine 1,5 Volt Batterie haben, wie können wir dann eine leistungsfähige Energiesignatur aussenden? Und wie können wir dann eine Nachricht empfangen, die für uns bestimmt ist? Das größte Gedankenkontrollexperiment, das die Regierung jemals an uns durchgeführt hat, war, dass sie uns gesagt haben, dass unser Geist nicht mächtig ist. 2009 führte ich hunderte Spannungstests an allen Altersgruppen durch, angefangen von Kindern über Jugendliche bis zu jungen und älteren Erwachsenen. Ich fand heraus, dass alle Menschen unterschiedliche Spannungsbereiche in ihrem Nervensystem haben. Unser Nervensystem schickt positiv und negativ geladene Ionen durch unseren Körper, unsere Hände, unsere Füße, unsere Brust. Unser gesamter Körper wird durch unser Zentralnervensystem und das autonome Nervensystem unter Spannung gesetzt. Menschen mit pathologischen Problemen wie schweren Depressionen oder Nervenkrankheiten wie MS haben eine Spannung zwischen 5 und 9 Millivolt. Gesunde Menschen haben in normalem Bewusstseinszustand eine durchschnittliche Spannung zwischen 30 und 100 Millivolt. Ein Millivolt ist 1/1000 Volt. Unser Körper hat also optimalerweise eine Spannung zwischen 30 und 100 Millivolt. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, unsere Körperspannung, also die Elektrizität unseres Nervensystems, zu erhöhen,
Welche Auswirkungen hätte das auf unser Bewusstsein? Ausnahmeathleten erreichen bis zu 2 Volt pro Zelle, also 2000 Millivolt. Wäre es dann einfacher für uns, unsere Gedanken zu projizieren und kollektiv unsere Realität zu beeinflussen? Wäre es einfacher für uns, ein stärkeres Signal für die Partnersuche auszusenden? Es ist wie bei einem Radio. Bei schlechtem Empfang kann man kaum etwas hören, weil das Radio nicht genug Energie hat. Der Körper ist wie ein Radiosender bzw. Empfänger. Wenn man versucht, Gedanken ins Universum zu senden, um kollektiv die Realität zu beeinflussen, um einen Seelenfreund anzuziehen oder eine Geschäftsidee oder um die Kreativität zu erhöhen, und man hat nicht genug Energie im Nervensystem, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Realität auf die gewünschte Weise zu beeinflussen, wesentlich geringer. Wir müssen also zuerst einmal unseren Energielevel erhöhen, durch Meditation zum Beispiel oder durch die Technologien, über die wir hier sprechen. Wenn wir beispielsweise echte Wertschätzung spüren, aufrichtige Fürsorge oder echtes Mitgefühl, dann sehen wir in dem Feld harmonische Spektren. Auf einmal arbeiten die Frequenzen zusammen. Es entsteht eine harmonische Sequenz. Die Frequenzen kämpfen nicht gegeneinander, sie unterstützen sich. All diese Veränderungen treten durch das auf, was wir als Menschen tun. Die emotionalen Qualitäten, die wir erleben, beeinflussen das Feld. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Feld umgibt uns in 360 Grad. Wir senden diese Energie aus, an unseren eigenen Körper, aber auch in den Raum. In gewisser Weise kommunizieren wir also unsere Emotionen durch ein elektromagnetisches Feld, das vom Herzen ausgeht. Hier gibt es noch viel zu erforschen, denn jetzt kommen wir von der Biologie zur Physik. Wir befassen uns jetzt mit elektromagnetischen Feldern. Wie beeinflussen sich diese Felder gegenseitig? Das sind interessante Fragen, die wir in der aktuellen Forschung beantworten müssen. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Ich glaube, was wir hier messen, ist nur die stärkste Energie des Herzens. Ich glaube, dass es andere, subtilere Energiekomponenten des Herzens gibt, die wesentlich wirkungsvoller und interessanter sind und wesentlich weiter als nur ein paar Meter strahlen. All das wird in den nächsten Jahren entdeckt werden. Von allen Energiezentren des Körpers produziert das Herz das stärkste Signal. Angesichts der Tatsache, dass Herzkrankheiten die häufigste Todesursache sind und dass das Herz das Hauptsendezentrum des Körpers ist, müssen wir es schonen und pflegen, als ob unser Leben davon abhängt. Wenn wir ein Signal aussenden wollen, um eine Antwort zu erhalten, und unser Energiezentrum ist beschädigt, dann senden wir ein schwaches Signal aus. Die Frage ist, reagieren die magnetischen Anziehungsgesetze auf ein schwaches Signal? Während wir an einem Ort der Erde leben und die Menschen, mit denen wir in Kontakt treten wollen, möglicherweise an einem ganz anderen, wie können wir mit unseren zukünftigen Seelenfreunden durch das Feld kommunizieren? Das Wichtigste ist, Seelenarbeit zu leisten. Das heißt, seine Seele in das Bewusstseinsfeld zu bringen, in dem die Seele deines Seelenfreunds dich finden kann. Das hat mit äußerlichen Dingen weniger zu tun, als mit dem Zugang zur eigenen Seele. Das mag für viele verwirrend sein, weil wir denken, unsere Gefühle sind unsere Seele. Aber normalerweise sind unsere Gefühle mit unzähligen Problemen aus der Vergangenheit und einer Vielzahl von psychologischen Triggern verknüpft. Das Feld ist die einzige bestimmende Kraft des Teilchens. Was Einstein damit meinte, ist, dass das Feld, die unsichtbare Kraft, die einzige bestimmende Kraft des Teilchens, also der Materie, ist. Er sagt also, dass Menschen als physikalische Materie vom Feld bestimmt und geformt werden. Das fangen wir erst an zu verstehen. Das Feld zu lesen ist sehr wichtig für unser Überleben. Der menschliche Körper besitzt eine Aura aus elektromagnetischer Lichtenergie, die weit über die Grenzen unseres physischen Körpers hinausstrahlt. Durch ein weiteres einfaches Experiment mit unserer Radioantenne können wir sehen, dass sich ein schlechter Radioempfang deutlich verbessert, wenn wir mit der Hand nur in die Nähe der Antenne kommen, ohne sie zu berühren. Arizona Senate Democrats, please. The President Barack Obama will be in Phoenix next week to speak about the economic stimulus plan. Minority Leader Jorge Garcia of Tucson says the emergency funds will hopefully offset spending cuts that the Republican-controlled legislature are imposing to balance the state budget. It would put a lot more money into Arizona's economy.
Das ist ein einfacher wissenschaftlicher Beweis, dass unser Feld mit dem Feld der Radiowellen aus der Ferne interagiert. Unser Bewusstsein überträgt Informationen in das Feld. Aber wie stark sind Gedanken und Gefühle wirklich? Jeder einzelne Mensch wird durch Schwingungsfrequenzen charakterisiert, die die Proteine widerspiegeln, aus denen unser Körper besteht. Von Bedeutung ist dabei, dass manche Menschen mit ihren individuellen Frequenzen besser zu einem passen als ein Mensch mit anderen Frequenzen. Passende oder komplementäre Frequenzen interagieren miteinander oder, physikalisch ausgedrückt, sie interferieren miteinander. Wenn zwei nah verwandte Frequenzen zusammenkommen, resultiert ihr Interferenzmuster in einer Verbesserung, einer Verstärkung des Felds. Das nennt man konstruktive Interferenz. Dadurch können zwei Individuen, die sich ähnlich sind, über das Feld kommunizieren. Die charakteristischste und am einfachsten zu verstehende Kommunikation ist die zwischen Mutter und Kind. Sie sind natürlich sehr stark miteinander verbunden. In der Tat trägt das Kind aufgrund der Prozesse, die bei der Embryonalentwicklung auftreten, Zellen der Mutter in sich. Und ebenso besitzt die Mutter Stammzellen des Kindes, sodass Mutter und Kind teilweise dieselben Zellen mit denselben Rezeptorfrequenzen haben. Das Ergebnis ist, und das ist sehr interessant, denn das berichten Mütter immer wieder, dass Mütter wissen, wenn etwas mit ihrem Kind passiert, ganz egal, wo sich das Kind befindet. Es ist eine sehr häufige Erfahrung, dass eine Mutter weiß, dass ihr Kind Schmerzen hat, auch wenn sie auf der anderen Seite des Erdballs ist. Das ist ein Beweis für die Tatsache, dass Kommunikation zwischen Individuen über das Feld stattfinden kann, genauer gesagt durch Identitätsrezeptoren auf der Oberfläche unserer Zellen. Das Entscheidende ist, es muss nicht das eigene Kind sein. Es können Menschen sein, mit denen man in diesem Feld komplementär ist, mit denen man über derartige Distanzen kommunizieren kann. Interessanterweise können Menschen, wenn sie lange genug als Paar zusammenleben, tatsächlich dieses Feld als Kommunikationsmedium nutzen, ohne Worte zu verwenden. Es ist manchmal sehr lustig, einem Paar zuzuhören, das schon lange zusammen ist. Sie kommunizieren in völlig unvollständigen Sätzen, ohne Subjekt oder Verb. Und trotzdem verstehen beide die Kommunikation, während ein Außenstehender keine Ahnung hat, worüber sie reden. Das rührt daher, dass wir zwei Kommunikationsebenen haben, das Feld und über Teilchen den Körper. Es ist interessant, dass wir jetzt anfangen, die Auswirkungen des Felds zu bemerken. Es ist sehr wichtig, sowohl für unsere kommunale Organisation als auch für unser eigenes physiologisches Ausdrucksvermögen, die Macht der Schwingungen zu erkennen und wie sie unsere Biologie beeinflussen kann. Die neue Sichtweise besagt dagegen, dass der Kern der Zelle nicht read-only ist, sondern read-write. Das bedeutet, dass die Zelle programmierbar ist. Man setzt sie in eine Umwelt. Sie liest die Umwelt und passt die Genexpression an die Anforderungen dieser Umwelt an. Das heißt, wenn man genetisch identische Zellen nimmt und eine davon in eine Kultur mit bestimmten Umwelteinflüssen tut, die dazu führen, dass sie eine Muskelzelle wird, kann man eine identische Zelle in eine andere Umwelt setzen, die die Eigenschaften dieser Umwelt liest und so zu einer Knochenzelle wird. Die Zellen sind also programmierbar in Abhängigkeit zu Informationen aus der Umwelt. Und noch etwas, um das ganz deutlich zu machen. Wenn man Zellen in einer Kulturschale einer ungünstigen Umwelt aussetzt, dann werden diese Zellen krank und fangen an zu sterben. Wenn man dieselbe Kulturschale nimmt und einer günstigen Umwelt aussetzt, dann erholen sich die Zellen, fangen sich an zu vermehren und die Kultur blüht auf. Wenn man das auf den Menschen überträgt, sieht man, dass der menschliche Körper nichts anderes ist als eine mit 50 Billionen Zellen gefüllte, mit Haut bedeckte Petrischale. Wenn man diese menschliche Petrischale nimmt und einer ungünstigen Umwelt aussetzt, werden die Zellen krank und fangen an zu sterben. Wenn man sie einer günstigen Umwelt aussetzt, erholen sie sich schnell und blühen auf. Die wichtige Erkenntnis daraus ist, dass unser Gesundheitszustand letztlich die Umwelt, in der wir leben, widerspiegelt.
In der Quantenwelt ist es bei verschiedenen Funktionen des Atoms und seiner Komponenten sehr schwierig, präzise Zeitvorhersagen und Wiederholungen von Ereignissen zu finden. Niels Bohr und Werner Heisenberg stellten Einstein 1927 bei der 5. Solvay-Konferenz zur Quantenmechanik ihre Idee vor, dass die Gedanken der Forscher den Drehimpuls des Spins des Elektrons um das Proton beeinflussen. Sie kamen darauf, weil sie ständig unterschiedliche Daten erhielten, wenn verschiedene Forscher dasselbe Experiment durchführten. Die Daten waren immer zufällig und konnten nicht in einer reproduzierbaren, verlässlichen mathematischen Formel dargestellt werden. Sofern die Gesetze der Mathematik sich auf die Realität beziehen, sind sie unsicher. Und sobald sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Realität. Albert Einstein. In seinem Buch Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie versuchte Richard Feynman, das Verhalten von Lichtteilchen aus einer Lichtquelle, die von einem Stapel Glasplatten zurück zu einem Detektor reflektiert werden, quantitativ zu bestimmen. Photonen haben drei Optionen, wenn sie auf eine Glasplatte treffen. Erstens, sie durchqueren die Glasplatte. Zweitens, sie reagieren mit dem Glas und streuen sich darin. Und drittens, sie werden reflektiert und werfen das Bild einer Glasplatte zurück. Feynman ließ einen Lichtstrahl auf mehrere Glasplatten prallen, sodass die Lichtteilchen die Wahl hatten, entweder zurückgeworfen zu werden, mit dem Glas zu reagieren oder durch es hindurchzugehen, um auf die nächste Glasplatte zu treffen. Er wollte herausfinden, ob er eine Formel dafür finden konnte, die bestimmte, welche Photonen reflektiert, welche gestreut und welche durch das Glas hindurchgingen und auf eine weitere Glasscheibe treffen würden. Unabhängig von der Wellenlänge des Lichts und anderen Parametern gab es keine Möglichkeit, das merkwürdige Verhalten von Licht und Materie quantitativ zu bestimmen. Die Lichtteilchen verhielten sich stets völlig zufällig. Genau wie beim menschlichen Bewusstsein. Könnte die menschliche Willenskraft so stark sein, dass sie Lichtteilchen beeinflusst, verschiedene Schichten von Glas oder sogar massive Abdeckungen zu penetrieren? Der Psychologe Stanislav Ojek hat bewiesen, dass seine Willenskraft Macht über die Filmebene einer Kamera hat. Seine Willenskraft ist so stark, dass er eine Fotografie machen kann, während die Abdeckung des Objektivs verhindert, dass Licht durch die Linse auf den Film trifft. Er hat das hunderte Male getan. Das Verhalten beweist, dass ein Teil unseres Bewusstseins in andere Dimensionen reist. Kann das dazu beitragen, Fernkommunikation und Telepathie zu erklären? In den 1970er Jahren benutzten Präsident Carter, die CIA und die Air Force zwei Parapsychologen, die in Fernwahrnehmung trainiert waren, um einen verschwundenen russischen Tu-22-Bomber aufzuspüren. Die Parapsychologen gaben der Air Force blind die Ortskoordinaten an, durch die Air Force ihre Satellitenkameras tief in den Dschungel Afrikas richten konnte und den Ort identifizierte, an der die russische Tu-22 abgestürzt war. Die Sache, wo Carter erzählt, dass zwei Spezialisten der Fernwahrnehmung benutzt wurden, um einen vermissten Bomber, der im Dschungel abgestürzt war, zu finden, zeigt, wie präzise und hilfreich Fernwahrnehmung sein kann. Seine Aussagen dazu waren zwar ein wenig vereinfacht, so war etwa mehr als nur ein Parapsychologe involviert. Sie haben es mehrmals getan und ihre Ergebnisse miteinander verglichen. Aber Tatsache ist, dass das erstens tatsächlich gemacht wurde und zweitens, dass es über einen längeren Zeitraum bei wichtigen Fällen angewendet wurde. Und auch wenn Sie heute behaupten, dass es das Programm nicht mehr gibt, das haben Sie auch gesagt, bevor Sie zugegeben haben, dass das Programm überhaupt existierte. Da kann jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Der Punkt ist, dass unser Bewusstsein tatsächlich dazu genutzt werden kann, Informationen zu erhalten, die wir sonst nicht bekommen könnten. 1979 evaluierte der Kongressabgeordnete Charles Rose,
damals Vorsitzender des Geheimdienstunterkomitees, das geheime parapsychologische Spionageprogramm der US-Regierung. Er warnte, dass wir, wenn die Russen diese Fähigkeiten hätten und wir sie nicht weiter verfolgten, in ernsthafte Schwierigkeiten kommen könnten. Es gibt eine Menge von Beweisen, dass es diese parapsychologischen Programme tatsächlich gegeben hat, darunter auch Versuche zur Fernwahrnehmung. Was veröffentlicht wurde, war das 20 Jahre laufende Programm zur Fernwahrnehmung, das in den 70er Jahren von der CIA unter der Leitung von Hal Patoff initiiert wurde. Bei ihren ersten Experimenten fanden sie heraus, dass sie sich Labore in Russland ansehen konnten. Eines der ersten war das Labor in Semipalatinsk, in das die CIA damals noch nicht hineingucken konnte. Sie sahen ein Gebäude, große Strukturen und viel Aktivität. Aber sie wussten nicht, wozu es benutzt wurde. Einer der ersten Erfolge war, dass ein Mann namens Pat Price über Fernwahrnehmung in das Gebäude hineinsehen konnte. Er sah Kranbrücken außerhalb des Gebäudes, die auf Schienen rechts und links des Gebäudes entlangfuhren. Er sah riesige Stahlsphären, die mit speziellen Schweißtechniken hergestellt wurden. Manche Teile der Sphären waren etwa 30 cm dick. Wir konnten damals keine so großen Strukturen schweißen, aber die Russen hatten eine Technik dafür entwickelt. Durch die Fernwahrnehmung fand man heraus, dass diese Teile zu riesigen Untergrundsphären werden sollten, die Energie aus Explosionen auffangen sollten, um diese Energie für eine Strahlwaffe zu nutzen. Es war Teil des russischen Strahlwaffenprogramms. Als Ronald Reagan in den 80er Jahren das Star Wars-Programm auflegte, war das eine Reaktion auf diese Technologie. Die erste Ahnung, dass die Russen an so etwas arbeiteten, bekamen wir von Pat Prices Fernwahrnehmung in den Jahren 1974 und 75. Während der Höhepunkt der Entwicklung von Nuklearwaffen in den Vereinigten Staaten eine 15 Megatonnen Atombombe war, waren die Russen weit überlegen. Am 30. Oktober 1961 testeten sie eine 50 Megatonnen Wasserstoffbombe. War parapsychologische russische Spionage über die geheimen Waffenprogramme der USA der Schlüssel dazu, diesen Vorteil zu erreichen? Heute, nach dem Ende des Kalten Krieges, widmet sich die parapsychologische Forschung in Russland hauptsächlich friedlichen Zwecken. Konstantin Korotkov ist Professor für Physik an der Technischen Hochschule in St. Petersburg. Er ist der Erfinder der ersten Kamera, die tief in das Energiefeld der menschlichen Aura und ihr Informationsband blicken kann. Das Gerät heißt GDV. Eine Computersoftware liest die Daten, die das GDV aus der Aura einer Person gewinnt. Es kann Brüche im Energiefeld sehen, frühe Zeichen für Organschädigungen erkennen und Veränderungen des Feldes beobachten, die durch höhere Bewusstseinszustände ausgelöst werden. Es kann die Amplitude der Energie messen, die aus den sieben Energiezentren kommt, kann bestimmen, wie gut die sieben Energiezentren miteinander kommunizieren und sogar Telepathie und Heilung sichtbar machen.